Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich die Glossybox Spa Edition, die Spa Bag. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, nicht über die Schattenspiele wundern, Sammy ist hier auch mal wieder mit am Start, einfach weil der Bock hatte, mit nach hier oben zu kommen. Das ist immer so sein Ritual, wenn ich samstags meinen Filmetag habe, dann kommt er mit hoch und Schatzi ist unten mit Julius und ja, wir haben dann hier oben unsere Zeit für uns und das findet Sammy immer ganz großartig, weil das ist für ihn auch einfach mal ein bisschen ruhiger hier oben. Und ja, ich darf euch heute die Spa Bag von der Glossybox präsentieren und ich habe auch die Möglichkeit, denjenigen, die kein Abo haben, einen 5 Euro Rabatt anzubieten und zwar mit Claudia Limited bekommst du 5 Euro Rabatt. Ich habe euch die Preise auch mal eingeblendet. Die ist jetzt, glaube ich, ein bisschen teurer als normalerweise, ne? Also muss da auch ordentlich was drin sein. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir hier jetzt in der Bag finden werden. Mahlzeit, Sammy. Und ja, dann schauen wir doch mal rein. Also wir haben auch schon direkt hier außen drum zu eine Bag. Und das wurde auch gesagt, dass die allein schon einen Wert hat. Die kannst du auch super nehmen. Das sind diese klassischen, ja, dass du halt diesen langen Bömpel hast. Und dann, ne, dass du alles reinschmeißt und dann kannst du die ziehen und dann hast du die zu und dann hat die auch noch Innentaschen. Und auch die hat einen Wert und das kann ich definitiv bestätigen. Also die fühlt sich auch sehr, sehr wertig an. Die werden wir uns nachher auch mal angucken. Ich glaube 25 Euro ist da der Wert, ne? Und sowas kann ich mir, ja, die hat super viele Außentaschen, Innentaschen. Komm, die können wir uns das jetzt, fröttel ich die Sachen hier erstmal raus, wenn ich über die Tasche rede, dann gucken wir uns die Tasche doch mal an. Das ist natürlich eine sehr geniale Geschichte. Ja, wir haben hier drin die Möglichkeit, super viel so Pinsel und sowas reinzupacken. Das sind so einzelne Schlaufen, 4x4, also 16 von diesen Dingern, ne? Dann haben wir hier noch eine Innentasche mit einem Reißverschluss, das finde ich auch total gut. Zack, ne? Wirklich super. Und weil, wenn man dann da ist, dann kann man da auch echt so das Ding hinhängen. Und nicht so hinhängen, hier hinhängen, so hinhängen wahrscheinlich, ne? Und dann die entsprechenden Sachen hier drin auch aufgehangen haben. Also ich finde es gut, auch das Material davon gefällt mir, weil das auch so wasserabweisend ist, ne? Wie so eine Jacke. Dann habe ich hier noch eine Außentasche mit Klett. Hier ist auch noch eine Außentasche mit Klett. Also das ist wirklich mal eine gute Umverpackung von so einer Beauty Bag, ne? Unten haben wir dann noch wirklich, das ist auch sehr dick hier, ne? Gut gefüttert, dass da nichts kaputt geht. Also da muss ich wirklich sagen, hat Glossybox sich nicht lumpen lassen. Das ist echt ein cooles Produkt. Sammy, was machst du denn da? Der macht nur Blödsinn. Okay, dann starten wir doch erstmal mit dem Produkt von Rituals. Ich mag gerne Rituals-Produkte in Boxen drin haben, weil ich finde, das ist immer sowas, da steht man doch drauf, oder? Da habe ich von The Ritual of Mare Energize Your Soul Loving Body Cream, Sweet Orange and Cedarwood. Das ist echt toll. 70 Milliliter sind hier drin. Und so eine Body Lotion, Body Cream, wie auch immer. Body Cream, das ist ja, das ist ein bisschen fester. Kann man doch einfach gut gebrauchen. Und die schauen wir uns doch mal an. Ja, die ist nämlich ein bisschen fester. Und ich mag diesen Orangenduft wirklich bei den Rituals-Produkten sehr gerne. Ich bin sonst überhaupt kein Fan von zitrischen Düften, aber bei diesem Ritual of Mare, bei der Reihe, gefällt mir das. Und das kann ich mir auch genau jetzt in dieser kalten Jahreszeit vorstellen. Wir haben jetzt auch Minusgrade. Schnee haben wir hier bei uns tatsächlich jetzt nicht, ne? Also ich wohne ja in der Nähe der holländischen Grenze und in der Nähe von Osnabrück ist es ja hier. Und hier haben wir noch nicht wirklich Schnee. Vielleicht mal so ein bisschen überfrierende Nässe oder sowas. Zieht halt super schnell ein. Ja, und sowas wäre natürlich richtig genial, auch Richtung Weihnachten oder so. Aber ich werde die jetzt so in Anwendung nehmen, ne? Ist ja auch eine ganz coole Geschichte. Mag ich. Stelle ich mir direkt zur Seite, kommt nach unten mit runter. Also unten mit runter in meinen Badezimmerschrank. Ich habe euch hier ein Video gedreht, was aktuell oder zu dem Zeitpunkt, wo ich gedreht habe, so in meinem Badezimmerschrank drin ist. Ja, da habe ich euch ausführlich mal mitgenommen durch unser ganzes Badezimmer und euch eine Roomtour gegeben. Schaut da gerne mal im i vorbei. Dann habe ich von Mermaid and Me. Ciao. Oh, ist irgendwas aus Glas gleich noch. Interessant. Von Mermaid and Me eine Maske. Ginger Boost Hair Mask Moisture and Care. Ich habe jetzt diese Aloe Maske von Mermaid and Me auch mal letztens in der Box gehabt. Letztens ist gut, irgendwie vor einem halben Jahr oder so. Ich glaube auch in der Glossy Box. Und auch aufgebraucht. Die mochte ich von der Wirkung her richtig gerne leiden, weil die halt so nährend war. Die hat richtig
dick Feuchtigkeit in meine Haare gegeben. Enorm genial. Und ich weiß nicht, inwiefern das die Ginger Boost auch machen wird. Dann habe ich hier eine Gesichtsbürste von Evelyn drin. Das ist interessant. Eine Gesichtsreinigungs- und Massagebürste. Okay. Ich habe von PMD diesen Rose Quartz. Ne, der vibriert, der ist toll, der ist warm. Aber ich habe in dem Sinne keine Gesichtsreinigungsbürste. Also das ist halt nochmal ein bisschen was anderes. Bei meiner sensiblen Haut ist es aber auch ein bisschen schwierig, solche Bürsten zu verwenden. Zumal das hier ist ja auch eine wirklich manuelle Bürste. Und dann bist du selber dafür zuständig, den entsprechenden Druck auf deine Haut auszuüben. Und ich hätte ein bisschen Schiss, dass ich da ein bisschen übertreibe und das vielleicht ein bisschen falsch anwende. Das ist eher nichts für mich. Ja, ne? Man kann sowas aber auch zweckentfremden. Wenn du sowas in der Box drin hast und sagst, Mensch, das sind ein, zwei Produkte, die ich jetzt nicht für den Zweck einsetzen kann. Solche Bürsten musst du ja nicht unbedingt im Gesicht verwenden. Die gibt es ja, die kann es ja für tausend andere. Ich kann die sogar als Haarbürste für Julius fast schon nehmen. Ne? Also von daher easy. Dann habe ich hier von This Works True Sleep 2 Mini Sleep Solutions to Restore Your Get Up and Go. Hä? 24 Stunden Skin Solution. Das kenne ich noch nicht. Deep Sleep Pillow Spray haben wir hier drin und den Stress Check Roll-On. Und warum habe ich hier ein Haar? Man weiß es nicht. Das Deep Sleep Pillow Spray, klar, das kenne ich, das mag ich auch sehr, sehr gerne. Und diesen Stress Check Roll-On, ich habe sowas immer mal wieder bei mir auch stehen gehabt, aber ich muss gestehen, dass ich da auch nie zu gegriffen habe. Wohingegen ich dieses Deep Sleep Pillow Spray liebe. Also sowas verwende ich halt super gerne. Es ist mit Lavendelduft und das gebe ich wirklich gerne bei uns ins Schlafzimmer. Das ist auch eine kleine Größe mit 5 Millilitern. Ich mag das einfach gerne. Ich habe das auch schon mal in groß da gehabt. Ein ganz, ganz tolles Produkt. Und das andere ist halt auch 5 Milliliter dieser Stress-Check-Roll-On. Sowas gibt man sich dann meistens hier auf die Handgelenke, ne? Oder hinter das Ohr. Wo auch immer man Bock hat, das hinzugeben. Und damit kann man dann wohl ein bisschen schneller einschlafen. Joa, ne? Man muss halt auch irgendwie an solche Sachen immer ein Stück weit dran glauben. Aber an und für sich, für mich ist das eine gute Geschichte. Ich hatte auch, oder habe ich das noch immer? Ne, das habe ich mal aufgebraucht, ne? Von This Works, dieses Body Lotion mit diesem Lavendelduft. Das ist auch genial. Ja. Dann habe ich von Daily Concepts Daily Hammam mit Lifestyle Size. Das ist, ja, im Prinzip ein Peeling-Schwamm. Ohne dass du Produkt verwenden musst oder ohne dass du ein Peeling noch zusätzlich brauchst, was ich ganz cool finde. Not actual size. Ach so, das ist halt ein bisschen kleiner als das, was da letztendlich drin ist. Okay. Ja, ein Waschlappen ist es quasi, würde ich jetzt einfach mal auch dazu sagen. Ein bisschen härterer Waschlappen. Das sind wirklich so, ja, wie soll ich das nennen? Wie so Plastikfasern, ne? Das ist, glaube ich, auch wirklich Kunststoff oder so. Und damit kannst du dich halt wirklich peelen. Keine Frage. Es kannst du eine Hand reinmachen, so, ne? Ist auch irgendwie ganz praktisch. Ich bin aber halt wirklich ein Fan von wirklich Bodypeeling verwenden. Und ja, dann wäre das halt doppelt gemoppelt. Und ja, ich mag halt einfach diesen Spa-Moment. Deswegen mag ich gerne Bodypeelings. Also noch bin ich nicht so ultimativ geflasht von der Bag, also von der Tasche an sich schon. Von Barbour, Dr. Barbour, Power Serum am Puls, Beta-Glucan, Calming and Strengthening. Die habe ich, glaube ich, auch schon mal aufgebraucht. Mochte ich, glaube ich, wirklich gerne, wenn ich mich richtig erinnere, weil ich dieses Beta-Glucan habe ich halt im Hinterkopf, weil ich habe bei meiner Firma gearbeitet, die damit auch zu tun hatten. Und ja, beruhigt und stärkt die Haut. Ja, das hatte ich schon mal, ne? Ich mag einfach gerne Ampullen. Das ist eine ganz gute Alternative, wenn du es einfach mal schnell machen möchtest und nicht Zeit hast, dir 15, 20 Minuten eine Maske im Gesicht einwirken zu lassen. Gönn dir eine Ampulle. Also ich mag das auch, dass, ja, Glossybox öfters mal Barbour-Ampullen auch drin hat, weil das einfach gute Produkte sind. Das ist schön, das gefällt mir. Dann habe ich hier auch etwas, was ich auch aktuell in Anwendung habe, was ich auch wirklich empfehlen kann von Glove Mask Remover Effortless Beauty. Ja, ne, ist ein schönes Produkt. Das ist so ein Pad und ich habe da schon, glaube ich, 2 Stück von. Ist halt auch wie so ein Abschminkpad. Jo, das ist, ne, so auch wieder ein Waschlappen. Ne? Ich meine, als ich das auch im Unboxing hatte, habe ich auch gesagt, das kannst du auch als Handpuppe verwenden. Hallo, ich bin's. Der rosafarbene Geist. Manchmal muss man Spaß im Leben haben. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Ne? Ja, also ist toll. Ne? Also ich verwende solche Abschminkpads oder Maskenentfernungstücher, Mask-Remover-Pads. Dann habe ich hier drin
48 Gramm Biomembranmaske. Sehr schön. Hyaluron. 48 Gramm? Hä? Was ist das hier? Your Skin Deserves a Spa Day. Die zu 100% natürlichen Komponenten vereinen sich zu einer perfekten Nachbildung der menschlichen Kollagenmatrix. Nicht schlecht. Das kannst du sogar. Also das Vlies kann in die Biotonne und die Umverpackung gehört in Müll. Hier unten, das sind gerade mal zwei Zeilen, wo Ingredients steht. Das ist wirklich sehr überschaubar. Da bin ich gespannt drauf. Das wird ausprobiert, Leute. So, und jetzt habe ich hier so zwei eingepackte Viecher. Die wollen wir nochmal auspacken. In einem wunderschönen Magenta-Tönchen. Viva Magenta ist am Start. Nails Inc. Habe ich Nagellacke von, habe ich auch einen Basecoat von. Sehr, sehr empfehlenswert. Get your daily dose Nail Kale Superfood Nail Oil. Für Nagel und Nagelhaut. Aha. Aha, wie viel sind denn hier drin? Das ist ja interessant. 30 mal 0,3 Milliliter. Und das sind Kapseln. Also ich habe ja wirklich schon für vieles Kapseln gesehen, ne? Aber für die Nägel finde ich spektakulär. Ja gut, ne? Das kannst du dann wie Nagelöl halt. Ist ein Nagelöl. Aus Glas. Das ist interessant. Super schwer. Also allein diese Umverpackung ist krass. Ich bin immer gespannt bei solchen Sachen, wie das preislich sich abbildet, ne? Gut. Dann habe ich hier noch rasche das letzte. Und da haben wir jetzt etwas, was sehr, sehr teuer ist, glaube ich. Espa, The Grounding Crystals. Kristalle sind hier drin. Sprinkle Crystals into a warm bath. Ach, Badekristalle. 55 Gramm sind hier drin enthalten. Und das kannst du dann natürlich auch in ein Fußbad reinpacken, ne? Aber ich glaube, für ein Fußbad ist es ganz schön etepetete. Oh mein Gott, riecht das gut. Das riecht so angenehm nach Sauna. Nach wirklich Spa, nach Home Spa. Also dieses Produkt macht wirklich diese Tasche zu einer absoluten Spa-Bag. Oh, da hast du auch Patchouli oder irgendwie so Sandelholz oder irgendwie sowas ätherisches Gedönsen mit dabei, ne? Mmh, nom. Das mag ich gerne. Das ist richtig cool. Wahnsinn, also das wäre jetzt hier die Bag gewesen. Ja. Was sage ich denn zu der Bag? Ich fand es durchwachsen, muss ich gestehen, weil ich jetzt nicht jedes Produkt hart feiere. Weiß ich nicht. Ich feiere auf jeden Fall die Umverpackung, also diese Tasche, die werde ich auch weiter verwenden. Finde ich wirklich sehr, sehr cool. Rituals feiere ich und ja, also schon gute Produkte drin, ne? Aber jetzt nicht so, dass ich sage, voll die Claudi Limited Edition. Schreibt mir aber gerne mal eure Meinung zu den Produkten, zu der Limited Edition unten in die Kommentare, da können wir uns gerne mal austauschen. Ich habe auch in die Infobox die Links reingepackt, dass ihr dann da auch mal vorbeischauen könnt und euch die Bag nachshoppen könnt, wenn ihr möchtet. Und dann wäre es das hier gewesen. Ne? Sammy möchte auch noch was sagen. Genau, du bist ja ein süßer Schnuff. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.